Hallo liebe Trader, herzlich willkommen zu einem neuen 5-Minuten-Video-Coaching von TraderFox. Ich möchte heute mit euch über den Trader Wingman sprechen. Dieser liefert mir ja Signale in Echtzeit und hierbei möchte ich euch erklären, wie finde ich überhaupt den Trader Wingman, wie funktioniert dieser, was kann er mir alles anzeigen und wie kann ich mir diesen individuell für meine Vorgehensweisen konfigurieren. Hierzu gehe ich wie immer auf unseren Trading Desk auf www.traderfox.com. Ihr seht es, ich bin hier schon eingeloggt, gehe anschließend auf unseren 5-Minuten-Video-Coaching-Desk, den wir ja schon erstellt haben. Und bereits das letzte Mal, ihr seht es noch, wir haben unseren Watchlist-Desktop erstellt. Ich öffne jetzt die Kursliste, die wir das letzte Mal auch gemeinsam erstellt haben. Hier haben wir ja gezielt nach Aktien gesucht, die sich im Bereich ihrer 52 Wochenhochs halten können. Und hierbei haben wir eine eigene Konfiguration erstellt. Diese kann ich mir hier wieder laden in die Liste. Und jetzt kann ich den Trader Wingman nutzen, um gezielt diese Liste nach Werten beobachten zu lassen, die auf neue 52 Wochen Hochs ausbrechen. Wie mache ich das? Ihr seht es hier drüben, den Roboterkopf, der Trader Wingman. Ich klicke ihn einmal an, dann öffnet er sich mir, kann ihn hier verschieben und anschließend liefert mir dieser sofort die aktuellen Signale, die gerade in Echtzeit ausgelöst werden. Hier gibt es eine Standardkonfiguration. Standardkonfiguration Deutschland, auch andere vorgefertigte Listen. Und um verstehen zu können, was der Trader Wingman genau macht, klicke ich jetzt einfach die letzten Chartsignale an. Ihr seht es beispielsweise hier bei Max Automation wurde der Charttechnik nach die letzte kurze Widerstandslinie gebrochen. Mit einem Linksklick öffnet sich das Signal, der Chart wird mir angezeigt und ich sehe hier genau, ja, der Abwärtstrend wurde gebrochen bzw. die Widerstandslinie nach oben hin. Aktuell ist das Signal nicht mehr intakt, aber ihr seht es, sobald dieses leicht überschritten wird, wird mir das sofort angezeigt. Ich sehe bei Brenntag AG ein Gilligan's Island Long Signal. Auch hier seht ihr exakt, wann es ausgelöst wurde. Und so kann ich die Liste endlos weiter fortsetzen. Wir möchten aber jetzt unsere Liste gezielt überwachen lassen. Wie kann ich das machen? Ich klicke hier oben auf das Zahnradsymbol, komme somit in die Einstellungen vom Trader Wingman und nun werden mir die vorgeschlagenen Listen angezeigt. Bei den Voreinstellungen, um euch das zu zeigen, ich klicke es hier an, die Standardkonfiguration Deutschland, kann ich anschließend auf Signale klicken und sehe, hier wird die Deutschland Prime TF Liste überwacht. Diese beinhaltet ja von TraderFox gepflegte Kurslisten, die die wichtigsten Aktien am deutschen Markt beinhalten. Ich kann hier allerdings auch die DAX-Aktien, Devisen- und Forex-Märkte etc. etc. überwachen lassen. Kann mir die Zeiteinheiten selbst auswählen, will ich im Tageschart die Signale bekommen, 15, 5 oder 60 Minuten Chart. Und anschließend kann ich hier aus allen möglichen Chartsignalen auswählen, die mir angezeigt werden sollen. Dies kann ich verwenden beim Rebound Trading. Beispielsweise kann ich mir nur Lonely Warrior Long Signale anzeigen lassen. Hier findet ihr die Rebound Signale. Gerade im aktuellen Marktumfeld würde das hier absolut Sinn machen. Und ihr seht, hier ist das Lonely Warrior Long Signal auch schon aktiviert. Sowohl beim Trigger als auch beim Tracking. Was bedeutet das? Wenn ich Trigger auswähle, werden mir Signale sofort in Echtzeit angezeigt, sobald diese ausgelöst werden. Das Tracking zeigt mir an, wenn ein Signal per Trigger ausgelöst wird und sich dieses in die richtige Richtung weiterbewegt hat, also beispielsweise bei einem Long-Signal, ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch, dann wird mir dieses Long-Signal erneut angezeigt, wenn der Kurs weitere 1-2% angestiegen ist. Ich kann hier auch Trendfolgesignale auswählen, aber wir wollen jetzt eine eigene Kursliste überwachen lassen. Wie kann ich das machen? Ihr seht es hier, eigene Kursliste hinzufügen. Ich klicke es an und hier findet ihr eure eigenen Kurslisten sowie auch weitere vorgefertigte Listen. Branchen, Sektoren kann ich mir hier beispielsweise überwachen lassen. Wenn zum Beispiel Healthcare-Aktien eine relative Stärke anzeigen, kann ich mir den Biotechnologie-Sektor anzeigen lassen, den Medical-Care-Sektor und so weiter und so fort. Aber wir wollen unsere eigene erstellte Liste, die Watchlist 52 Wochen hoch. Ich wähle sie hier aus. Und ihr seht sofort, sie wird mir hier mit dem Hackerl angezeigt und ist somit ausgewählt. Wenn ich nur diese Liste überwachen lassen will, kann ich hier die Deutschland Prime Liste entfernen oder ich habe auch die Möglichkeit hier bei meine Templates ein eigenes Template zu erstellen. Das können wir auch jetzt noch einmal machen. Wir sagen Watchlist 52 Wochen hoch, klicken hier auf Senden.
Nun seht ihr, unser neues Template wird hier angezeigt. Ich habe auch die Möglichkeit, mir die Signale per Push-Notification schicken zu lassen. Ich wähle sie gleich mal aus und muss jetzt hier natürlich bei dem neuen Template unsere Watchlist noch einmal hinzufügen. Anschließend kann ich die Signale auswählen, die mir angezeigt werden sollen. Und wir wollen hier natürlich die 952 Wochen hoch sehen. Wähle hier den Trigger als auch das Tracking aus und klicke anschließend auf Speichern. Ihr seht, Template was saved und schon ist das Ganze aktiviert. Ich klicke auf Anwenden und hier oben seht ihr jetzt die Spalte Watchlist 52 Wochen hoch. Ich kann hier ständig umschalten bzw. kann parallel zu diesem Wingman auch einen weiteren öffnen. Hier bleibe ich aber bei meiner Watchlist. Da sich in dieser Liste nur US-Aktien befinden, werden mir hier natürlich aufgrund der Handelszeit noch keine 52 Wochen Hochs angezeigt. Dies sollte sich um 15.30 Uhr allerdings ändern. Ihr seht somit, der Trader Wingman ist eine absolut sinnvolle Ergänzung, um spezielle Signale zu überwachen und auch handeln zu können. Es ist hier eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits bekannten Kursalarmen. Wenn ich aktiv am Trading Desk unterwegs bin und nach Signalen Ausschau halten will, ist es ein unverzichtbares Tool für jeden Trader und der Trader Wingman hilft mir dabei, dass ich keine Signale mehr am Markt verpasse. Ich hoffe, ich konnte euch den Trader Wingman jetzt ein wenig näher bringen und wünsche euch mit diesem viel Spaß beim Überwachen der Märkte in Echtzeit.